Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D World. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in der Klarsichtturm. Einfach, weil wir es können. Yeah, oder nicht können, je nachdem. Welt Castle 5, okay. Top, wow. Oh, I understand. Das hört sich geil an. So, also. Okay, das habe ich leicht falsch gehabt. Oh Gott. Ne, lass mich in Ruhe, bitte. Thank you. Oh Gott, ich möchte darüber. Diese Welt wird stark verwirrend. Ich weiß es jetzt schon. So. Aber ich kann hier hochklettern. Was es mir bringen wird, I don't know. Werden wir jetzt gleich herausfinden. Eins ist sicher, da drüben ist etwas Grünes. Das heißt, das hole ich mir gleich mal. Oh, das heißt übrigens Glück, dass ich das gefunden habe. Nicht, dass ich das wirklich wusste. Und das ist einfach. Oh, okay. Das war übrigens auch ein bisschen Glück. So, lass mich bitte hoch. Oh Gott. Kann man hier irgendwie zerquetscht werden? Also so nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man das durchaus könnte. Lass mich da bitte durch. Da ist eine Maki Koopa, die mir eventuell Probleme bereiten machen könnte. So. Okay. Ein weiterer grüner Stern, der jetzt hoffentlich der zweite ist. Und die Musik ist cool. Fällt mir noch gar nicht auf, aber die ist echt cool. Ich sehe hier keinerlei Möglichkeit. Oh. Oh, hier gibt's also Schlüssel sammeln. Okay. Come on, hier hinten ist doch was, oder? Nein! Das ist irgendwie enttäuschend. Aber okay. Gut. Weiter hier. Bam. Immer schön alle Gegner töten. Man weiß ja nie, wenn man mal von oben irgendwo runterfliegt. Und dann ist man froh, wenn man sie getötet hat. Huch. So. Kann man den killen. Achso, die gehen nach einer Zeit. Ich dachte, das wäre gewichtsbasiert. Und ich halte mich gerade nicht an meine eigenen Tipps. Das ist nicht das erste Mal. Komm mal, da unten ist sowas. Da nicht. Aber hier ist der letzte grüne Stern. Okay. So langsam. Da. Habe ich es, glaube ich, mit den Geheimnissen in diesem Spiel. Und jetzt? Muss ich jetzt wieder andersrum? Okay. Ich wusste doch, dass ich das hätte machen sollen. Also alle besiegen sollen. Wow. Okay. Schneller, 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 schneller. Bäh! Nein. What? Okay. Das ist heftig. Ich muss hier auf jeden Fall alle besiegen. Das ist natürlich das doof. Jetzt habe ich aber keinen Power-Up mehr. Das wird nervig. But alright. Bam. Komm. Nein, den besiege ich jetzt auch noch. Ich hab's mir geschworen. Oh Gott. Wenn das auch klappen würde mit dem Besiegen. Nein. So besiegt man keinen Gegner, lieber Headset-Sniper. So, so. Come on. Hopp. So. Und. Nee, come on. Come on. Hopp. Du wirst jetzt erstmal auch hintere wandern. Das ist okay. Hopp. Haben wir dich schon mal. Nope. Du wirst mir keine Probleme machen. Genauso wenig wie du. Und hier war zum Glück nicht arg viel versteckt. Doch war was Verstecktes. Das ich jetzt nicht mehr machen kann, leider. Ist das doof. Das tut weh. Okay. Ich hab's ja schon mal gesehen, dass ich es geschafft habe. Das heißt, ich muss da dann am Ende der Episode das nochmal machen mit Katzensuit. Sweet. Sweet. Nein, ich kann das nicht aussprechen. Okay. Schneller, 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 schneller. Da. Ich sagte schneller, Luigi. This is not faster. By any stretch of the imagination. Stretch of the imagination. So. Bleh. So. Wenn ich ein Total Biscuit hier nachahmen muss. So. Weiter geht's. Bam. Kann der noch jederzeit zurück? Will ich das? Nö, ich glaube nicht. Bah, immerhin das noch.
Naja, haben wir keine Chance, außer später dann nochmal reinzugehen, leider. No. Damit. Naja, gut. Wir wissen auf jeden Fall, wo es ist. Wir brauchen nur einen Katzenanzug bis zu dem Zeitpunkt, was nicht so einfach ist. Und dann müssen wir das danach noch schaffen. Na gut. Bam, bam. Boah, ich frag mich... Also ich weiß, glaube ich, von einem Screenshot, wie der letzte Bowser aussieht. Glaube ich. Wie gesagt, glaube ich. Aber da könnte ich mich auch irren. Oh, was ist denn der... Dings drin? Rainer. Oh, ein Todd Explorer Level. Na toll. Das heißt, für uns... Bam. 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 So, schnell geht das nämlich. Und das macht... okay. Yay! Das wird sicherlich nicht einfach. Captain Todd in der Steinblock. Und die Steinblockfabrik. Okay. Huch. Okay. Nicht leicht. Aber... Come on. Okay, wir können dagegen anlaufen. Das ist gut. Muss natürlich selber die Kamera hier... drehen. Was das Ganze nicht ganz so leicht macht. Und man kann schon mal dagegen laufen, sagen wir mal so. Okay. Mensch. Ach so. What? Ah. Wow, das war knapp. Da hätte ich beinahe zerstört werden können. So kann man hochgelupft werden. Alright. I've got this. Ah, hier muss ich durch. Lass mich durch. Ich weiß auch schon, wie ich in die nächste Ebene komme. Das ist gut. Was? Da komme ich nicht weiter. Okay. Gut, dann weiß ich, was ich tun muss. Und zwar können wir auch hier drauf, weil die da unten sind. Sehr schön. Und dann gleich rüberlaufen. Dann sind hier ein paar Bullet-Bill-Shooter, denen ich geschickt ausweichen möchte. Komm, schieß. Oh, Hilfe. Das ist knapp. Da kann ich rein. Ach so. Da kann ich mich aber nicht runterfallen lassen. Das funktioniert nicht. Ah, ich muss ganz hoch. Alright. I've got this. Ach, Manu. Come on, lass mich da drauf. So, umdrehen. Captain Todd zu Diensten! Iha! So, hier mich einfach runterfallen lassen und bam. Easy peasy. Bam. Aber ich mag die Level. Aber mit Puzzle, da muss man schon mit mehr kommen. Manchmal. Beste Captain Todd Level aller Zeiten. Yeah! Ich weiß nicht, wieso ich so rede. Das ist, kommt nicht mal an, ja, dann an eine gute Todd-Stimme ran, aber hey. Wir haben 193. Ha. Okay, scheint dann doch noch ein bisschen mehr Sterne zu geben. Was kommt jetzt hier? Ach, hopp. So. Bam. Dann machen wir jetzt erstmal hier Controller wechseln. Und bam. Immer gegen das Mikrofon kommen, wenn ich den Controller wechsle, aber sonst passt das Ganze. Dann kümmern wir uns mal noch um diesen Gesellen hier, der auch sicherlich nicht Bully Prinz schlägt zurück, ja. Nicht ganz so leicht sein wird. Ist das nicht im Prinzip derselbe? Nein, das ist nicht derselbe Fight. Eindeutig nicht. Wie der immer rumgetreten wird. Mir tut er leid. Einfach immer schön. Springen, nachdem man ihn einmal geschlagen hat. Bam. Very nice. No. Doesn't work that way. Sorry, Bully Prinz. Du bist innerhalb von ein paar Sekunden futsch. Yay, yay, yay. Haben wir das auch geschafft? Bam, bam. Ja. Ja. Okay. Todd, was machst du hier noch? Ich weiß nicht. Bäh. Ich rede schon mit mir selber. Egal. So werden Konservendosen hergestellt. Ja. Gut. So. 194. Mir fehlt echt der eine Stern da links. Na, Manu. Wieso muss ich das nochmal neu machen, nachdem ich schon hatte? Das ist unfair. Ja. Na gut. Mario funktioniert halt auf diese Art und Weise, richtig? Im Reich des Rammerheiß. Rammerheiß? Rammerheiß? Okay, das ist ein komischer Name. Aber gut, was soll's. Wir fallen hier voll runter.
Und das Level scheint direkt unter Wasser zu beginnen, aber die Wassersteuerung ist hier ganz gut. Deswegen passt das. Bam. Das ist nichts versteckt. Nö. Oh, come on, da unten ist doch garantiert was, oder? Oh, ich kann da gar nicht runter. Okay, das ist gut zu wissen. Das eliminiert schon mal ein paar Möglichkeiten. Was mich echt freut. Huch. Ah, lass mich da hoch. Thank you. Das ist auf jeden Fall kein einfaches Level, so wie es aussieht. Ja. Okay. So, wann kann man das machen? Bei Lupas. So. Und die mal kaputt. Dann können wir nur zwei. Das ist echt komisch. So, war das schon mal so, dass man nur zwei Feuerbälle machen konnte? Ich meine, ich habe das beim letzten Mal, wo wir den Feueranzug gehabt hatten, auch bemerkt, aber... Huch. Darum geht's nicht weiter. Da ist nichts sonst. Okay. Das ist sehr komisch. That's not normal, I might say. So. Schipp, hoch da bitte. Und da ist garantiert was. Ja, eine Feuerblume, die ich mir holen kann und sogar muss irgendwie. Come on. Bam. Ein Pilz. Na toll. Ah. Come on. No. That's dump. Na gut, dann müssen wir halt warten, bis der grüne Stern nochmal vorbeikommt. No. Doofe irgendwas Haie. Oh, da kann ich alle erwischen. Okay. Machen wir das mal. Come on. Please give me that star. That's nice of you. So very nice of you. So, da oben ist nichts. Wo ist der Stempel? Come on. Huch, ich sinke nicht schnell genug. Merke ich da gerade? Da unten ist doch der Stempel, oder? Tatsächlich. Huch. Da unten? Okay, es geht ganz schön weit runter. I might say. Aber immerhin haben sie an Zeit gedacht, auch wenn das bedeutet, dass hier wohl nichts ist. Okay. Schneller, 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 schneller. Ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht schnell genug. Come on. Bleib hinter dem Fisch, bleib hinter dem Fisch, bleib hinter dem Fisch. Lass mich in Ruhe. Doofe Hamai. Okay. Der erwischt mich auch nicht, wenn ich nichts Dummes mache. Huch. Noch mal ein bisschen runter. Und da kommen wir zum Ausgang. Ohne Stempel. Aber auch noch vor dem Mittelpunkt. Also passt das. Ha. Ist da hinten irgendwas? Nö. Unsichtbare Wand. Das gab es bei dem Spiel auch noch nicht. Glaube ich. Oh. Nice. No. Ei. Was ist das da hinten? Oh, komm mal. Da muss irgendwas sein. Toll. Dafür habe ich das gemacht. Oh. Oh. So. Ah ja, ich kann tatsächlich auf dem Wasser. Sind wir das irgendwas? Sehe ich irgendwas, wenn ich hier alle Dinger zerstöre? Die sehen mir irgendwie nach irgendwas aus, das Geheimnisse enthält. Bam. Bam. Und wir haben es eh gleich geschafft, also why not? Try it out. Ha. Was ist hier drin? Nichts Wichtiges zumindest. Nothing important here. Da auch nicht. Eine Feuerblume. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay. Alle Secrets gehören mir. Oh. Ist hier irgendwas? Na, das ist auch nur eine Wand wahrscheinlich. Aber man kann hier über die Wand laufen. Und die gute Steuerung macht es möglich, dass man hier ohne Probleme laufen kann. Ja. War irgendwie doppelt gemobbelt, aber I can do words und so. Ah. Come on, da ist nichts. Okay. Rein da. Ha. Na gut. Stimmt, das war ja eigentlich nur ein Wasserlevel. Huch, diese Level, wie sie mich verarschen. That's quite nice. Bäh. Bitte lasst mich in Ruhe. Wow. Ist da unten irgendwas? Nö. Doesn't look like it. Ich muss hier auf jeden Fall eine ganze Runde drehen. Niem. Huch. Da. Wie. Achso. Klar. Ja. Never mind.
Bam, bam. So. Hoch da bitte. Und dann ganz schnell da raus. Weil mir immer noch etwas Wichtiges fehlt. Das ist mies. Jetzt kann ich hier durch und kriege gleich wieder was ab. Natürlich kriege ich gleich wieder was ab. Was? Moment. Moment. Nein, da war nichts. Vergesst, was ich sagen wollte. Da sind ein paar Luftblasen aus dem Level gestiegen. Ich dachte, ja, ist doch jetzt sicherlich ein Geheimnis und so. Nope, ist es nicht. Man kann ja leider die Schildkrötenpanzer nicht mehr, wie bei Super Mario World, durch die Röhren mitnehmen. Schade. Hopp. Okay. Nehme ich das mal gleich mit, um mich gegen dich da zu wehren. Wobei du sowieso nur am Anfang bist, also, wieso habe ich es überhaupt versucht, mich dagegen zu wehren? Okay. Lass mich da raus. Lass mich da oben rein. Bam, 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 bam. Nein. Oh. Ich kann da nichts mehr machen. Das ist doof. Muss ich mich jetzt wieder töten lassen? Aber ich habe da draußen... Doch, da draußen gibt es eine Feuerblume. Die werde ich mir jetzt wohl holen müssen. Wartet kurz. Wow. Es hält sich da einfach so eine Spinne vor mir runter. What the fuck? Also so dreckig ist mein Zimmer jetzt normalerweise auch nicht. Dass da einfach so eine Spinne auftauchen kann. Und ich... Na gut. Früher wäre ich jetzt ziemlich ausgeflippt in dieser Situation. Aber mittlerweile komme ich damit klar. Mit Spinnen. I hate spiders. Warte, okay. Ja, die Folge dauert auch schon länger. Die Level werden wieder länger. Das ist ja super. Das freut mich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mein Power-Up nicht verliere. Und da würde ich beinahe... Hätte ich beinahe schon mal den ersten Schritt dafür gemacht. Bam, bam. Muss rein. Kann hier raus. Nee, kann da raus, kann da raus, kann da raus. Ja, ich kann da raus. Oh Gott. Das ist knapp. Okay, also ist hier offenbar nichts. Ich vertraue der Sache nicht. Aus irgendeinem Grund. Mario und so. Das ist wieder einer dieser total schwer versteckten Dinger wahrscheinlich. Stempel. Sag ich. Und werde ihn wahrscheinlich in der nächsten paar Sekunden auch gleich finden. Hallo? Oh. Ich kann dich nicht aktivieren, so wie das hier steht. Aber so kann ich dich aktivieren. Was mir rein nada bringt. Wenn man sozusagen... Oh Mann, irgendwo hier bei diesem Gebiet ist wahrscheinlich der Stempel. Gut, da oben. So. Ja, perfekt. Damit haben wir das Level auch zu 100% abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Wah! Au. Das tut weh. So kommen wir raus. Das war jetzt nicht unbedingt optimal, das Rauskommen, aber hey. Oh Gott. Okay. Das wird witzig. Mit witzig meine ich heftig. Lass mich da bitte durch. Und jetzt muss ich auch noch... Nein. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, das passt schon. Kann er nicht hier wieder über Wasser laufen? Weiß gar nicht. Habe ich das schon mal ausprobiert? I don't know anymore. Da. So, auf jeden Fall mal 100% hier. Oh Mann. Na gut. Ab und zu kann auch mal wieder eine 20-Minuten-Episode kommen. Und ich muss jetzt noch diesen einen Stern finden. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Bam. So. Sind wir auf jeden Fall schon mal. Ich Wasserlevel hasse. Ha. Ich würde aber sagen... Oder? Doch, ich würde glaube ich sagen, tatsächlich, das mit dem Stern, der da hinten fehlt, machen wir gleich noch, ja. Ja, machen wir gleich noch. Ich wollte da gerade nicht was anderes sagen, wir machen das gleich. Bis gleich. So, Leute, und dann sind wir wieder hier. Holen wir uns das mal kurz. Und dann müssen wir hier gleich schnell runterlaufen. Ich überlege gerade, das wäre, glaube ich, sogar besser. Und more
suited. Besser angebracht dafür halt. So, mit diesem komischen Englisch. Runter da. Dann rutsche ich nämlich auch nicht so komisch an den Wänden runter, sondern kann mich hier recht schnell durchbewegen. Das ist echt fies. Man denkt, die Plattform kippt so weit, dass es einem reicht, aber weder diese noch die nächste Plattform tun das. Und hier darf man ja nicht A drücken, dann passt das schon. Und schipp. Das war wieder mal eine komische Fussi-Armee, aber wir haben es sogar geschafft. No problem there. Wir müssen hier jetzt auch nichts mehr schaffen, aber hey, wir klettern da trotzdem hoch. Oder auch nicht. Egal, das mussten wir auch gar nicht schaffen. Wie kann man das mit dem Katzenanzug verkacken? Bitte sag mir, dass ich das nicht schaffen musste. Nein, musste ich nicht. Okay, damit haben wir auch wieder alles 100% in dieser Episode abgeschlossen. Gut, ich würde sagen, falls euch gefallen hat, liken. Falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit anderen Let's Plays. Und nächste Episode scheint es zum Endgegner zu gehen. Ist es wirklich das letzte Level da hinten? Und das hier wahrscheinlich dann? Oder keine Ahnung, sowas? Ciao, Leute.